Hallo liebe Angelfreunde, heute geht es um das Angeln mit Spinner. Diese alten Blechköder hier, die jeder irgendwo in seiner Tacklebox liegen hat, damit hat der Opa auch schon vor 100 Jahren gefangen, die bringen heute auch immer noch Fisch. Ist eigentlich eine ganz simple Sache, Metallblatt rotiert um eine Achse aus Federstahl, Haken unten dran, hier sind noch ein paar rote Federchen dran, fängt immer noch Fisch. Auch wenn man lieber die durchgestylten modernen Kunstköder aus seiner Box greift und dranhängt, kann man auch mit diesen Dingern noch den ein oder anderen Fisch überlisten. Ich werde es heute probieren. Viel Spaß beim Video. Führung mit so einem Spinner ist die einfachste beim ganzen Spinnfischen, würde ich sagen. Einfach nur auswerfen, dann kann man das Teil ein bisschen absinken lassen, damit man so ein bisschen auf Tiefe kommt. Dann kurz beschleunigen, bis die Spitze sich so leicht biegt und man damit merkt, dass das Blatt sich auch dreht. Dann hat man so einen Widerstand auf der Schnur beim Einkurbeln und dann einfach nur einkurbeln. Die Geschwindigkeit kann man so ein bisschen variieren, mal schnell, mal langsam. Im Sommer kurbel ich gern ein bisschen schneller und im Winter kurbel ich gern ganz, ganz langsam, sodass das Blatt sich gerade dreht. Aber ansonsten muss man nicht viel machen. Also absinken lassen oder so bringt nichts, weil beim Absinken spielt er nicht und ist damit auch nicht verführerisch für die Fische. Besonders wenn ihr Fische an der Oberfläche rauben seht, ist der Spinner echt eine Macht, eine Waffe. Könnt ihr die Fische gezielt anwerfen und die starken Druckwellen verleiten fast jeden Räuber zum Anbiss. Ich werfe jetzt hier fächerförmig das Ufer ab. Erstmal mit einer relativ schnellen Einholgeschwindigkeit. Und hoffe, dass dann einer beißt. Wenn keiner beißt, gehe ich gleich den gleichen Weg zurück und kurbel ein bisschen langsamer. Kann ich dann ein bisschen variieren. Mal schauen, was die Fische heute mögen. Ein, zwei Bisse hatte ich schon, aber ich glaube, waren kleine Barsche gewesen. Ich habe auch ein paar Nachläufer gehabt, so ein Schwarm kleine Barsche, aber die hatten vielleicht 10 cm. Sind halt neugierig jetzt bei dem warmen Wasser und verfolgen den Spinner dann bis hier vorne. Wie Kino. Ja, noch hat keiner gebissen, aber der Luftdruck ist auch stark gefallen. Viele sagen ja, dass das besonders den Barschen und Zandern auf den Magen schlägt und die dann nicht mehr fressen. Barsche und Zander haben ja im Gegensatz zu den Zypriniden, zu den Karpfenartigen, eine Schwimmblase, die nicht mit dem Darm verbunden ist. Und zum Druckausgleich müssen die halt Druck aus ihrer Schwimmblase ins umliegende Gewebe ablassen. Das macht den Fischen oft zu schaffen, aber wenn man mal bedenkt, der Luftdruck ist jetzt 20 Millibar gefallen, das ist eigentlich schon eine krasse Luftdruckänderung. Ich blende euch die hier mal ein, den Luftdruck, dann seht ihr das, wie der abgefallen ist. Aber wenn man da mal physikalisch drüber nachdenkt, 1 Meter Wassersäule hat 100 Millibar, das heißt 20 Zentimeter Wassersäule sind 20 Millibar. Ich will damit sagen, falls der Barsch jetzt Probleme hat, wegen den 20 Millibar Luftdruck, die gefallen sind, muss er einfach seine Wassertiefe um 20 Zentimeter verändern und hat keine Probleme mehr.
Weiß nicht, ob das den Fischen so zu schaffen macht. Oder, also vorstellen kann ich mir es so auf jeden Fall nicht. Was auf jeden Fall Fakt ist, bei fallendem Luftdruck, da ändert sich das Wetter. Es gibt meistens schlechteres Wetter. Schlechteres Wetter bringt ein bisschen Wind. Der Wind auf dem Wasser, der animiert sehr oft die Raubfische zum Fressen. Dann fällt nicht mehr so viel Sonne ins Wasser. Die Wasseroberfläche lässt weniger Licht durch. Und dann habe ich oft bessere und größere Fische gefangen. Aber ich werde jetzt mal hier weitermachen. Fächerförmig mein Ufer hier absuchen. Ich halte die Rute dabei so ungefähr 90 Grad zum Spinner. Wenn ich dann einen Biss habe, dann lasse ich den einfach in die stramme Rute laufen. Durch den schönen Drilling, der da am Ende dran hängt, hängen die Fische meist sehr gut, ohne dass man jetzt einen riesen Anschlag setzen muss. Bei großen Hechtspinnern, da ist es halt so, wenn der Hecht ihn von der Seite packt, dass der Haken nur im harten Maul sitzt vorne, dann gebe ich nochmal einen Anschlag hinterher, aber beim Barschangeln ist das eigentlich kaum nötig. Ich denke, ein, zwei Spinner hat jeder in seiner Tacklebox, egal ob Wobbler, Gummifisch oder sonst was drin sind, sollte man so ein Teil dabei haben, besonders wenn raubende Barsche an der Oberfläche ihr Unwesen treiben. So ein Spinner ein bisschen drüber geschmissen und reingezogen ins Treiben, das bringt den Fisch. Ich habe auf jeden Fall alle Spinner und Blinker, die ich habe, mal in diese Box gepackt. Das ist jetzt wirklich meine Blechbox sozusagen, um euch mal zu zeigen, was ich so alles mit rumschleppe. Es gibt natürlich viele verschiedene, auch verschiedene Größen. Das ist hier so ein Fünfer, das ist so ein Hechtspinner. Ihr seht, der hat ein relativ großes Blatt. Wichtig ist, dieses Blatt muss sich schön sauber um die Achse drehen. Schon bei langsamstem Zug muss es sich drehen, um auch wirklich die Funktion zu haben. Dieses Drehen des Blattes um die eigene Achse unter Wasser hat einerseits die Funktion, dass Lichtreflexe abgegeben werden, und andererseits wirkt natürlich dieses große Blatt und diese Rotation auf die Seitenlinie des Fisches. Fische haben empfindliches Seitenlinienorgan, fast wie so ein Sonar. Änderungen in der Wasserschwingung, in der Strömung und sowas werden direkt bemerkt. Und natürlich so ein rotierendes Blatt macht da einen großen Reiz aus und die Fische beißen zu. Es gibt sehr viele verschiedene Farben von Blättern. Manche sind Silber, manche sind Bronze- oder Messingfarben. Und dann gibt es natürlich auch welche, die mit gelben Streifen komplett gelb oder schwarz sind. Rot, je nachdem, wie man es halt braucht. Je nach Einstrahlung der Sonne in das Wasser gibt natürlich jede Farbe unterschiedlich starke Lichtreflexe ab, und die Räuber wollen ein unterschiedliches, ja, reagieren unterschiedlich darauf. Die Faustregel sagt eigentlich, bei bewölktem Himmel und Wellen auf dem Wasser, also keiner direkter Sonneneinstrahlung, da kann man ein etwas helleres Blatt nehmen, ein silbernes. Und bei klarem Wetter und glatter Wasseroberfläche sollte man etwas dunklere Farben benutzen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe schon bei prallem Sonnenschein und Wasseroberfläche wie ein Spiegel schöne Barsche auf einen silbernen Spinner gefangen. Ausprobieren ist da auf jeden Fall die erste Regel. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Arten von Spinnern. Das hier ist so ein großer Hecht-Bucktail-Spinner. Der hat hier hinten so schwarze, dicke Haare, vorne zwei Blätter. Gibt ordentlich Druckwellen ins Wasser ab und ist auch ein großer, voluminöser Köder unter Wasser. Der hier hat sich sehr gut in holländischen Gräben und Kanälen bewährt, wenn er da flach unter der Oberfläche durchgezogen wird. Auch kleinere Spinner sind mit Haaren, wie hier dieser mit den roten Haaren oder sogar mit einem Zwisterschwanz hinten am Haken bestückt. Das ist einfach so, diese Haare, die können so eine Wunde an einem verletzten Fisch darstellen. Und die Rotation und die Lichtreflexe zusätzlich zu diesen Haaren geben dann nochmal einen Reiz aus und können dann auch den vorsichtigen Räuber zum Anbiss verleiten. Ich habe es oft gemacht, dass ich im Sommer hinter einem kleinen Spinner noch ein paar Maden auf die Hakenbögen gesteckt habe, um die Barsche noch mehr zu reizen. Besonders wenn viele kleinere Barsche am Rauben waren, hat dieser Spinner mit den Maden noch den Extrafisch gebracht. Sonst auf jeden Fall ein Stahlvorfach benutzen, wenn Hechtgefahr da ist. Sobald Hechte im Gewässer sind, sind diese Spinner vor den Hechten nicht sicher, denn auch Hechte lieben diese Reflexe und diese Rotation. Stahlvorfach auf jeden Fall Pflicht. Auch ein guter Wirbel ist Pflicht.
Denn nicht nur das Blättchen rotiert um den Federstahl des Spinners, sondern der ganze Spinner rotiert in sich. Und das kann starke Verdrallungen geben, besonders wenn ihr monofile Schnur fischt, habt ihr nach einer Stunde die ganze Schnur verdrallt. Bei geflochten ist es nicht so schlimm mit dem Drall, aber auch da helfen Wirbel, den Drall zu verhindern. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht, um erfolgreich mit dem Spinner auf die Jagd zu gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und Spinner hat jeder in seiner Box und vielleicht mal wieder dranhängen und nicht nur die neumodernen, durchgestylten Köder, sondern auch mal die alten, die ihre Fängigkeit über Jahre bewiesen haben. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen probieren. Drückt mir die Daumen. Zwei, drei Sätze zum Gerät. Ich habe hier eine mittlere Spinnrute. Er hat hier 15 bis 45 Gramm. Eine mittlere Rolle, das ist eine 2500er, eine 5 Kilo tragende geflochtene Schnur. Und habe jetzt gerade einen leichten Spinner drauf. Der ist für die Rute natürlich viel zu leicht. Ich kann aber nicht 5 verschiedene Ruten mitnehmen, um alle Spinner durchfischen zu können. Deswegen fische ich jetzt hier, der wäre eigentlich an so einer Ultraleichtroute besser, fische ich den jetzt mal an dem Fluocarbon-Vorfach. Eben habe ich mal einen größeren drauf gehabt, da habe ich aber dann noch 20 cm Stahl vorgeschaltet, weil da wirklich die Hechtgefahr dann steigt. Der ist jetzt so klein, ich habe hier ein paar Barsche am Ufer jagen sehen, aber das waren ganz kleine gewesen. Ich weiß nicht, was mit den Großen ist im Moment. Luftdruck, Wetterwechsel. Man kann es ja auf alles schieben oder sie haben einfach keinen Bock zu fressen. Ich habe jetzt auf jeden Fall 3-4 Stunden hier geangelt. Konnte euch ein bisschen was erklären. Und werde sicher nächstes Mal nochmal mit den Spinnern probieren. Ja Leute, was soll ich sagen, es hat nicht sollen sein, ich bin auf dem Heimweg, habe alle meine Hotspots abgefischt mit dem Spinner, habe zum Schluss auch nochmal einen Wobbler drauf gemacht, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, aber es lag nicht am Köder, es gibt keine beißwilligen Fische im Moment. Ich habe 2-3 kleine Barsche gefangen, aber halt nichts, was man in die Kamera halten könnte, aber das ist Angeln. Auch das gibt es, ich bin mir sicher, beim nächsten Mal bin ich wieder erfolgreich. Meistens, wenn ich die Kamera nicht dabei habe, kurz vor der Arbeit mal eben schnell vorbei, zack, dann rappelt das. Wer kennt es nicht? Aber nichtsdestotrotz, ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal mit so einem Spinner gefischt. Ist wirklich einfach. Auswerfen, einkurbeln, kann man nicht viel falsch machen. Mich würde interessieren, wie schwer oder wie groß war euer größter Fisch, den ihr mit Spinner gefangen habt. Bitte mal in die Kommentare rein. Ich denke, da wird jeder sehen, es gibt etliche Leute, die mit dem Spinner schon gefangen haben. Ansonsten gilt es von mir zu sagen, euch viel Erfolg am Wasser, habt Spaß, seid nett zueinander. Ich werde nach Hause, euer Christian. Der D-Max Angelguide für echte Kerle. Schreibt euch dann auch gerne hier eine Widmung rein ins Buch, wenn ihr einen Vorschlag habt oder ich lasse mir was Nettes einfallen. Schreibt mir einfach eine PN bei Facebook oder eine E-Mail an bigfishmedia@web.de und ja, dann klären wir alles und ich sorge dafür, dass ihr dann demnächst einen Angelguide für echte Kerle auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch oder meinetwegen auch auf dem Stuhl am Wasser stehen habt. Ich freue mich auf eure Nachricht.